Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich war noch versucht, guten Morgen zu sagen gerade eben, aber ist ja schon nach 12. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei Ihnen zu sein heute. Aber muss natürlich gestehen, Sie haben heute Morgen so viel gute Laune gehabt. Ich bin heute ein bisschen dafür zuständig, dass die so etwas gedämpft wird, diese gute Laune. Ich kann das nicht anders sagen. Und ich bin doch frohen Mutes, dass Eckart von Hirschhausen Sie nachher noch mal ein bisschen aufmuntern wird. Ich weiß also nicht, ob mir das am Ende meines Vortrags überhaupt gelingt. Ja, geht es uns zu gut? Wie ist die Lage? Droht ein Abschwung? Das war das, was wir als Titel vereinbart haben. Aber ich muss sagen, jetzt ein paar Wochen weiter, der Abschwung ist längst da. Die Frage ist eigentlich nur noch, ob der Abschwung so weit abgleitet, dass wir in eine Rezession hineinkommen oder nicht. Das ist das, was als Antwort auf diese Frage festzustellen ist. Ich möchte ein bisschen, also relativ viel meines Vortrags genau darauf verwenden, auf das konjunkturelle Umfeld und die Rahmenbedingungen, die wir dann damit vor uns haben, für dieses Jahr und fürs kommende Jahr. Wie sieht es aktuell aus? Und dann kann ich Ihnen leider auch ein paar Zahlen nicht ersparen. Sie wissen ja, ein Ökonom muss rechnen können. Deswegen haben wir die Mathematisierung der Ökonomie an den volkswirtschaftlichen, wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten nach vorne getrieben. Dummerweise muss er auch schreiben und lesen können. Das ist so eine der wenigen Wissenschaften, die alles drei können muss. Ja. Das ist das Dumme daran. Aber die Zahlen kann ich Ihnen nicht ersparen. Fangen wir mal mit den unübersichtlichsten an, die Sie ansonsten nur noch in irgendeiner Spaghetti-Grafik bekämen und gar nichts mehr erkennen würden. Was ich einfach hinweisen will an der Stelle ist, das ist aus der aktuellen Konjunkturprognose des Sachverständigenrates für die ganze Welt. Wir führen also die Prognose für etwa 100 Länder durch und erwischen damit sozusagen 90% des gesamten Weltbruttoinlandsproduktes. Sie sehen es auch hier mit den Gewichten abgebildet. Sie sehen die noch immer vorläufigen Zahlen für 2018 und dann immer zwei Zahlen für 2019, nämlich einmal das, was wir im vorigen Jahr im Herbst gesagt haben und dann daneben das, was wir aktuell im März sagen. Und Sie sehen, das sieht sehr schlecht aus. Ja? Also es wird alles ungünstiger. Wir haben deutlich nach unten revidiert. Wir sind auch nicht die Einzigen. Alle Prognostiker gehen nach unten. Wenn Sie die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute nehmen, das geht deutlich schlechter. Bei den weiteren Zahlen da hinten, Verbraucherpreise oder Arbeitslosigkeit oder so, da müssen wir nicht unbedingt gucken. Das sieht immer noch relativ gut aus. Die Verbraucherpreise sind stabil, also keine Inflationstendenzen in der Regel. Was wir auch feststellen können, ist, dass der Arbeitsmarkt sich selbst in der Europäischen Union verbessert. Aber das heißt noch nichts, da komme ich gleich nochmal dazu. Für Deutschland, nun, wir haben im Sachverständigenrat unsere Prognose halbiert für das Jahr 2019 von 1,5 auf 0,8% Wachstum des Bruttoinlandsproduktes. Und wir erwarten auch fürs kommende Jahr, für 2020, jetzt nicht wirklich viel. Da steht zwar eine 1,7, aber bitte bedenken Sie, im kommenden Jahr fallen so viele Arbeitstage an wie schon lange nicht mehr. Wenn Sie das um diesen sogenannten Kalendereffekt bereinigen, das ist auch nur 1,3. Das ist nicht so dolle. Jetzt muss man Folgendes sagen, wir sind schon seit einiger Zeit in der Überauslastung der Kapazitäten. Diese orangene Kurve, das tatsächliche Bruttoinlandsprodukt, liegt über den volkswirtschaftlichen Kapazitäten, über dem Produktionspotenzial. Und jetzt nähern wir uns von oben diesem Produktionspotenzial an. Das ist zumindest unsere Prognose. Und könnten, wenn wir dieses Jahr dran vorbeischrammen, auch im Jahr 2020 wieder nach oben gehen und in der Überauslastung bleiben. Aber wir haben natürlich eine große Unsicherheit, es kann genauso gut unter die blaue Kurve gehen. An der Stelle sind wir also jetzt. Und wenn das passieren sollte, dann werden wir sagen müssen, im vergangenen Jahr ist der vorherige Zyklus zu Ende gegangen und der neue Zyklus hat mit Abschwung und Rezession begonnen. Das kann uns also passieren. Das ist die Lage, in der wir im Moment sind. Und wie das immer ist an einem Wendepunkt, wir können nicht genau sagen, ist das tatsächlich so? Wir wissen es also nicht. Es gibt ganz viele neuere Methoden, mit denen man das versucht abzuschätzen. Wir können es nicht genau sagen. Wir können auf Stimmungsindikatoren gehen, wir können auf harte Zahlen gehen, Produktion zum Beispiel links. Und da sehen Sie schon, wie das im Jahr 2018 langsam nach unten ging. Ja? Blaue Kurve ist verarbeitendes Gewerbe, mal Chemie und Fahrzeuge. Da gab es noch Sondereffekte extra rausgenommen. Das tendiert nach unten. Auftragseingänge in der Industrie bis zum Anfang des Jahres nach unten. Die Ausfuhr von Waren, auch da gibt es Bewegungen nach unten. Und dann
ist das, was wir da sehen, eben nicht mehr nur Sonderfaktoren. Wir haben im letzten Jahr die Schwierigkeit der Automobilindustrie gesehen, sich auf das neue Abgasverfahren einzustellen. Ein für uns erstaunlicher Vorgang. Wir haben immer gedacht, dass die Techniker besser sind als wir Ökonomen. Offensichtlich waren sie das nicht. Es kommt dann auch noch hinzu, diese ungeheure Trockenphase, der Rhein ziemlich ausgetrocknet, die Flüsse, die noch zum Rheinsystem dazugehören, für die Rheinschifffahrt ebenfalls relativ ausgetrocknet. Das hat Einbußen bei der chemischen Industrie bedeutet, auch mehr als jemals zuvor. Aber jenseits der Sonderfaktoren gibt es eben mehr. Und das wird deutlich einmal in den Stimmungen. Das ist das, was sozusagen als erstes aufscheint, schlechtere Stimmung, sowohl beim Einkaufsmanager-Index als auch beim IFO-Geschäftsklima-Index. Auch da sehen Sie, geht alles nach unten. Ja? Das sind die Bewegungen sozusagen, die wir beobachten können. Für den Euroraum müssen wir ebenfalls korrigieren, also nochmal eine Tabelle, jetzt aber ausdifferenziert. Da ist Deutschland mit jetzt hier kalenderbereinigt 1,3 im kommenden Jahr noch ganz gut dran, ist aber in diesem Jahr 2019 mit 0,8 das Land, das am zweitschlechtesten in der ganzen Eurozone performt, was das Wachstum anbetrifft. Ich habe es eben gesagt, die Arbeitslosenzahlen gehen runter, auch weiterhin, aber in Deutschland dann schon nicht mehr in der Dynamik, wie man das ansonsten erhoffen würde. Das Land, das tatsächlich in der Rezession ist im Euroraum, ist Italien. Und zwar nicht nur rein technisch, weil es zwei Quartale mit negativen Wachstumsraten im Jahr 2018 hatte, sondern darüber hinaus, wir erwarten für das ganze Jahr 2019 nur noch ein Wachstum von minus 0,2%. Und jetzt, Gerhard Schröder sagte das eben, er liebe dieses Land mit seinen anarchischen Strukturen. Ich liebe Italien auch nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich will kein Italien-Bashing betreiben. Aber das ist im Moment die akuteste Sorge, die wir im Konjunkturablauf haben. Wenn Italien mit diesem Wachstum läuft, dann werden die Staatsschulden deutlich höher ausfallen. Die Schuldenquote in Italien ist schon hoch, aber die zeige ich Ihnen nachher noch kurz. Die Schuldenquote ist so hoch, wie sie in Griechenland war, als Griechenland die Schuldenkrise abgerutscht ist. Wenn die Finanzmärkte kalte Füße kriegen und die Ratingagenturen anfangen, Italien wieder abzuwerten, dann bedeutet das, wenn man nur noch eine Stufe über Ramsch liegt, dass bei der Abwertung in den Ramsch-Status hinein eine ganze Reihe von institutionellen Investoren, auch die EZB, diese Staatsanleihen nicht mehr kaufen dürfen. Und dann treten wir sozusagen die Spirale los, die uns in den Jahren 2009, 10, 11, 12 eine ganze Reihe von Ärger bereitet hat. Nur mit dem großen Unterschied, dass Italien viel, viel größer ist als Griechenland. Es ist stärker intern verschuldet, das gehört sozusagen auf die Habenseite, aber wenn Sie zwei Drittel intern verschuldet sind und ein Drittel im Ausland, dann reicht es aus, dass es ein Drittel im Ausland wegbricht und Sie haben wirklich große Schwierigkeiten. Ja? Das hilft uns also nicht, diese interne Verschuldung. Was Italien ein bisschen mehr hilft, ist, dass es einen Leistungsbilanzüberschuss hat, also jetzt wenigstens in der Bilanz seiner Waren und Dienstleistungen nicht auch noch Schulden aufnehmen muss, um diese zu bezahlen, also einen Kapitalimport betreiben müsste. Das müssen Sie nicht tun. Aber gleichwohl ist diese Art der Verschuldung, wie sie in Italien existiert, ausgesprochen beunruhigend für uns. Ja, das ist sozusagen der erste Stein, der erste Domino, der uns dann wirklich in eine kräftige Rezession bringen kann und in eine weitere Eurokrise. Interessanterweise, wenn Sie sich die Länder anschauen, wir haben auch Portugal, Griechenland beispielsweise angeschaut, Spanien, Irland, wenn Sie die betrachten, das sind immer noch ordentliche Wachstumsperformances, die diese Länder haben, die eigentlich Problemländer waren. Also die, die reformiert haben, kommen voran. Die, die nicht reformieren oder nicht reformiert haben, kommen nicht voran. Das ist das Bild, was wir da sehen. Ja? Und insofern ist letztlich das, was die Europäische Union dann an regionalen Beiträgen zum Wachstum liefert, hier auch bei den Bruttoanlageinvestitionen, geht runter, wird immer weniger, gleitet nach unten ab. Also die Indikatoren zeigen insofern eine sehr ungünstige Situation. Okay, das ist das Wachstum in Deutschland, in Europa, das Umfeld, das wir da sehen. Dass der Arbeitsmarkt als solches noch gut performt, ist deswegen nicht beruhigend, weil er im konjunkturellen Verlauf immer der nachlaufende Indikator ist. Also wenn da was auf dem Arbeitsmarkt ankommt und die Arbeitslosigkeit wieder nach oben gehen sollte, dann sind wir schon mit den Stimmungsindikatoren quasi durch diesen rezessiven Effekt durch. Ja, das können wir häufig beobachten.
Das nachlassende Expansionstempo schlägt sich also noch nicht auf dem Arbeitsmarkt nieder. Die Löhne gehen auch weiter nach oben. Das stützt dann von der Binnenkonjunktur auch ein Stück weit noch die Entwicklung, die wir die günstige Entwicklung, die wir noch haben. Das kann uns auch helfen, dass das Ganze nur eine Delle wird und nur eine Schramme. Aber man soll sich nicht auf die Binnenkonjunktur verlassen. Ja, die ist dahingehend nicht die dynamischste und auch nicht die verlässlichste. Okay. Licht und Schatten in Deutschland haben wir, also insbesondere auf dem Arbeitsmarkt ist das Licht noch da. Wir sehen weiterhin auch einen Aufbau der Beschäftigung voraus, solange uns die ausländischen Arbeitskräfte nicht ausgehen. Das ist das, was uns in den vergangenen Jahren weitergeholfen hat, den Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung auch zu bewerkstelligen. Mehr als die Hälfte dieses Anstiegs ist über die Zuwanderung aus Europa zustande gekommen und auch ein Stück weit durch die Zuwanderung in Form von Flüchtlingsmigration. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind eben stark beschrieben worden. Und jede dieser Herausforderungen ist neben Italien dazu geeignet, uns in die Rezession hineingleiten zu lassen. Das gilt einerseits im Hinblick auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China, einen möglichen Handelskonflikt zwischen den USA und Europa. Das gilt auch im Hinblick auf die interne chinesische Entwicklung. Das ist das Dritte, was ich ansprechen muss. Es gilt im Hinblick auf den Brexit, der immer noch chaotisch werden kann. Also das, was wir da jetzt im Parlament sehen, im Unterhaus, das kann sich dann auch tatsächlich wirtschaftlich chaotisch äußern. Alles das sind Möglichkeiten, uns nach unten zu ziehen. Ich will anfangen mit dem Handelskonflikt USA-China. Was Sie im oberen Bereich dieser Abbildung sehen, das sind die Zollerhöhungen der Vereinigten Staaten, die vor allen Dingen gegen China gerichtet sind und nur zu einem kleinen Teil, nämlich bei diesen Zöllen auf Aluminium und Stahl, auch auf den Rest der Welt ausgerichtet sind. Dann sehen Sie die Gegenmaßnahmen der chinesischen Regierung. Die sind insofern nicht WTO-konform, als man nicht abgewartet hat, bis die WTO einem das erlaubt hat. Aber sie sind insofern WTO-konform, als sie vom Ausmaß her dementsprechend, was man da üblicherweise machen dürfte. Und dann das bisschen, was die EU-Kommission bisher dazu gemacht hat, an Vergeltungsmaßnahmen, das ist relativ klein. Die dunkelblauen Kreise geben die tatsächlichen Maßnahmen wieder. Geprüft wird in hellblau immer noch die Möglichkeit, Autozölle zu erheben. Und das rote waren die mal angedrohten Maßnahmen gegenüber China. Davon ist schon ein gewisser Teil, wie Sie sehen, realisiert. Aber die amerikanische Regierung hat auch noch einiges in der Hinterhand, um hier etwas zu tun. Sie haben das eben gesagt, ich komme gerade aus China vom China Development Forum. Das China Development Forum hat sich ja über die Jahre sehr stark entwickelt und ist auch strukturell insofern sehr interessant, als die Chinesen im Grunde für ihr eigenes Davos, wie sie das nennen, nur CEOs akzeptieren. Also wenn ein großer Konzern sagt, wir kommen, aber ich schicke Ihnen jemanden von der zweiten Ebene oder jemand anders aus dem Vorstand, dann lehnen die Chinesen ab. Von daher war das sehr gut besucht, dieses Forum. Es waren gerade auch die deutsche Präsenz war besonders stark, nicht nur die Automobilkonzerne, sondern auch viele andere. Was wir dort feststellen durften, ist erstens, dass der Handelskonflikt im Grunde nur ein kleiner Ausdruck des Konfliktpotenzials ist, das zwischen China und den USA herrscht. Bob Rubin, der frühere Secretary of the Treasury unter Bill Clinton, hat das in einem abschließenden Vortrag bei einem Mittagessen sehr deutlich gemacht. Er sagte gleich am Anfang, ich habe auch keine Lust mehr, jetzt hier nur noch die freundlichen Worte anzustimmen, die wir die letzten Tage immer gehört haben, schön diplomatisch. Ich bin jetzt längst da raus aus der Diplomatie. Ich kann mal Klartext reden. Vernachlässigen Sie bitte mal alle diese wunderschönen Sprüche, die Donald Trump auf Twitter drauf hat. Vom Stil her entspricht das nicht dem, was die Demokratische Partei tun würde. Aber in der Substanz ist es genau das, was auch die Demokraten tun würden. Ja? Innerhalb der Vereinigten Staaten ist die Vorstellung, etwas gegen die chinesische Herausforderung tun zu müssen, weit verbreitet. Das ist nicht einfach nur ein Hirngespinst eines Präsidenten, der uns irgendwie immer wieder mal mit seinen Tweets sauer aufstößt, sondern es ist ein strukturelles Element der amerikanischen Politik in der Zukunft. Und der Kern dessen ist die Anerkennung der Tatsache, dass China auf absehbare Zeit das einzige Land ist, das die Hegemonialstellung der Vereinigten Staaten herausfordern kann. Und vor allen Dingen in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik herausfordern kann.
Das, was notwendig ist zwischen beiden Ländern, ist also einen Modus vivendi zu finden, bei dem am Ende vermieden wird, dass man in bewaffnete Konflikte abgleitet, etwa in der im südchinesischen Meer oder in anderen Teilen der Erde. Das ist das eigentliche Kernproblem, das dahinter steht. Das heißt also, die Zuversicht, die dort geäußert worden ist, dass die beiden Länder im Handelskonflikt zueinander finden, die mag berechtigt sein, aber es ist ein erster kleiner Schritt. Und da sind wir noch nicht weiter in all diesen anderen Elementen der Konfliktmöglichkeiten zwischen den USA und China. In dem Umfeld befinden wir uns also. Ich finde, dass wir in den Diskussionen in Europa, insbesondere in Deutschland, relativ stark versuchen, eine Rolle der Europäischen Union abzuleiten in diesem Zusammenhang. Die ist meines Erachtens in weiter Ferne. Denn das, was wir da bräuchten, ist doch eine weitgehende Einigung bis hin zur politischen Union, wenigstens der eindeutigen Zielsetzung in Richtung politische Union zu kommen. Und das ist im Moment überhaupt nicht am Horizont aufgeschienen. Ja, es gibt gewisse Vorstellungen, dass man mal zu einer gemeinsamen Verteidigungspolitik kommt, aber da sind die Annäherungen zwischen den wichtigsten Partnern einfach nicht da. Auch da vor ein paar Wochen bei einem italienischen Forum einen französischen Außenpolitiker zu hören, der ganz klar sagte, das Projekt Europäische Union aus französischer Sicht ist seit dem Zweiten Weltkrieg ein Vehikel, um die Macht Deutschlands einzudämmen. Darauf ist die Verteidigungspolitik ausgerichtet, darauf ist die Außenpolitik ausgerichtet und auch die Wirtschaftspolitik der Franzosen in der EU. Wenn wir in der EU eine gemeinsame Verteidigungspolitik haben wollen, dann ist zwingend hier ein Perspektivwechsel erforderlich, der das Ganze als europäisches Projekt versteht. Eine europäische Verteidigungspolitik kann nur funktionieren, wenn sie europäisch ist. Und die Bereitschaft dazu ist im Moment nirgendwo zu erkennen. Also Europa spielt in diesem Konzert vorerst keine Rolle. Und wir sollten ebenfalls anerkennen, und das ist meines Erachtens in der deutschen Diskussion unzureichend anerkannt, während China bekannt ist für seine Menschenrechtsverletzungen, ein klarer, totalitärer Staat, der jetzt beginnt, bis in die kleinsten Einheiten seiner Gesellschaft hinein Kontrolle ausüben zu wollen, sind die Vereinigten Staaten bei all ihren Dysfunktionalitäten, die sie haben mögen, ein demokratischer Rechtsstaat. Also die Vorstellung, ein Block USA, ein Block und China und wir sind die dritte Kraft, die davon irgendwie daraus irgendwie einen Vorteil ziehen kann, die ist meines Erachtens verfehlt. Wir sind Teil des Westens und das müssen wir anerkennen. Was man ebenfalls in diesen Gesprächen gemerkt hat, es geht nicht nur um die Handelspolitik, es geht um mehr, was die Chinesen umtreibt. China ist das am zweithöchsten verschuldete Land der Welt nach den Vereinigten Staaten. Sie müssen die Privatverschuldung, die Staatsverschuldung, insbesondere auf der kommunalen Ebene und die Verschuldung im Schattenbankensystem zusammenrechnen. China ist im Unterschied zu den Vereinigten Staaten nur ein teilweise entwickeltes Land. In vielen Bereichen des Landes ist es stark unterentwickelt und hat deswegen immer noch einen Entwicklungsländerstatus. Von daher ist die Höhe der Verschuldung schon beunruhigend. China hat im vergangenen Jahr einen Prozess des Deleveraging einsetzen lassen, also versucht, eine Konsolidierung dieser Schulden sowohl im Privatsektor wie im öffentlichen Sektor einzuleiten. Und das ist ein Teil dessen, was bei uns im zweiten Halbjahr 2018 zur Wachstumsverlangsamung mit beigetragen hat. Die chinesischen Autokäufe sind zurückgegangen zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren, seit wir das überhaupt berechnen. Das haben Daimler und BMW nicht so sehr gemerkt. BMW hat sogar mehr absetzen können im Premium-Segment, aber Volkswagen hat das natürlich sehr, sehr stark gemerkt und deutlich weniger Autos nach China abgesetzt. Und was ebenfalls passiert ist, die Investitionstätigkeit in China ist leicht zurückgegangen. Das hieß dann immer auch für unsere hochtechnologisierten Produkte im Zwischenproduktbereich, die wir herstellen, gerade auch aus dem Maschinenbau, dass weniger Absatz stattgefunden hat. Auch das war ein Rückgang im Export nach China, der uns dann letztlich getroffen hat hierzulande. Und die Frage ist, wie dieser Prozess nun weitergeht. Also wie China aus dieser Situation rauskommt. Das Gespräch, das wir am Schluss dieses Forums mit Li Keqiang hatten, war im Grunde deswegen sehr aufschlussreich, weil der Ministerpräsident zum ersten Mal Fragen jenseits der abgesprochenen Fragen akzeptiert hat. Und das hat er deswegen gemacht, um seine Offenheit zu signalisieren. Und er hat am Schluss nochmal deutlich gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, wir öffnen uns jetzt, bitte investieren Sie wieder. Das hat sich schon ein bisschen verzweifelt angehört. Ja?
Also die Sorge, dass in der kurzen Frist die chinesische Entwicklung sich nicht so zeigen wird, wie wir das erhoffen, diese Sorge ist eigentlich viel drängender als alle anderen Probleme, die wir im Moment in der deutschen Politik ansprechen. Ja? Das würde uns sicherlich klar in die Rezession abgleiten lassen. Das ist nach Italien die zweite große kurzfristige Sorge, die wir haben müssen. Ja? Der dritte Punkt ist, Sie sehen es hier, Brexit. Ich habe Ihnen was mitgebracht, das ist wirklich frappierend. Also Sie sehen hier für verschiedene Studien die Auswirkungen, die in diesen Studien berechnet sind, auf das britische Bruttoinlandsprodukt. Wenn man nahe an der Nulllinie, also Sie sehen, die sind alle negativ. Ja? Also es gibt einen Kollegen, Patrick Minford, der sagt, es gibt positive Auswirkungen. Aber wenn Sie sich anschauen, was der da rechnet, das ist einfach Voodoo-Ökonomie. Alle anderen zeigen negative Effekte. Also es gibt keinen, der außer Patrick Minford positive Effekte des Brexit zeigt. Je näher man an die Nulllinie rangeht in den Studien, umso näher bleibt Großbritannien mit einem Vertrag, den es mit der Europäischen Union abschließt, an den Regeln der Europäischen Union dran, also in den Binnenmarkt integriert. Dann hat man wenig Rückgang im Bruttoinlandsprodukt. Je chaotischer der Prozess ist und je härter man rausgeht, je weiter man sich von dem Binnenmarkt entfernt, umso höher sind die Einbrüche, die wirtschaftlichen Einbrüche, die das befördert. Am besten gefällt mir ja da, was die Kollegen Pisani und Vergara Caffarelli gerechnet haben, wenn Sie diese Bandbreite anschauen, also von minus 0,3 bis minus 11, das ist schon eine ungeheure Schätzung, die man da abliefert. Also wenn wir zur Kanzlerin Merkel gehen würden und sagen würden, dieses Jahr wächst das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland mit 1% oder mit 11%, dann würde ich sagen, geh wieder nach Hause. Gib kein Essen, ab. Ja? Das würde dann passieren. Also Sie sehen, es ist schon ungeheuer, was da auf uns zukommt. Und auch jetzt immer noch, bis gestern Abend, es ist alles drin. Es ist auch drin, dass die Briten drin bleiben. Ja? Bisher zeigen sie ja nur, was sie nicht wollen. Und damit wird es immer enger festzustellen, was Großbritannien überhaupt will. Eine Lösung, die aufgezeigt worden ist in den letzten paar Tagen, in den Diskussionen, die ich führen durfte, ist im Grunde in letzter Minute den Brexit-Deal zu akzeptieren, mit der Maßgabe, dass dieser Brexit-Deal wieder in einem Referendum vorgelegt wird und wenn das dann abgelehnt würde in dem Referendum, dass dann Großbritannien drin bleibt und den Antrag zurückzieht. Also selbst der Verbleib der Briten in der EU ist möglich. Das wäre für uns gut. Also Sie sehen ja jetzt hier, die Verflechtung der Briten mit der Europäischen Union ist enorm. Umgekehrt, kein Wunder, die EU ist ja groß, ist die Verflechtung geringer. Von den Ländern, die dann innerhalb der EU noch ein bisschen stärker betroffen sind, ist Deutschland an dritter, vierter Stelle. Also für uns wäre das schon ganz gut, wenn die Briten drinbleiben würden. Das ist aber gar nicht das Entscheidende. Viel entscheidender ist, dass wir im politischen Entscheidungsprozess sicherstellen sollten, oder es wäre zumindest günstig für uns, wenn die Briten weiter drinbleiben würden. Denn die Briten haben in den vergangenen Jahren immer und immer wieder dafür gesorgt, dass wir eine etwas stärker marktwirtschaftliche Politik in der Europäischen Union sicherstellen konnten. Wenn Sie die Länder der EU von marktfreundlich bis marktkritisch ordnen und sie dann mit ihrem Stimmengewicht im Ministerrat abbilden, dann sind die Briten ganz weit im marktfreundlichen Bereich, die Griechen ganz weit im marktkritischen Bereich. Für diese qualifizierten Mehrheiten im Ministerrat ist Deutschland das Zünglein an der Waage, solange Großbritannien drin ist. Das heißt also, wir sichern in diesem Abstimmungsprozess für die marktfreundliche Seite ab, dass nicht so viel schief geht in diesem Entscheidungsprozess. Dass also nicht so viel marktkritische Maßnahmen ergriffen werden, marktschädliche Maßnahmen ergriffen werden. Auf der anderen Seite ist das Frankreich gegenwärtig. Frankreich sichert mit seiner Veto-Position ab, dass im Ministerrat keine Entscheidungen getroffen werden, die zu marktfreundlich sind für die marktkritische Seite. Das ist sozusagen eine Balance der Kräfteverhältnisse in der Europäischen Union. Mit dem Austritt der Briten kommt, je nachdem, welche Regierung gerade dran ist, als Zünglein an der Waage entweder Österreich oder Polen in Frage. Bei den Polen jetzt im Moment kämen sie nicht in Frage, weil sie eine doch sehr noch relativ marktkritische Regierung haben. Bei einem Regierungswechsel, der immer wieder leicht in Polen passieren kann, geht es auch in die Gegenrichtung. Auf Österreich ist natürlich kein Verlass, das ist ja klar.
Man war da schon mal Verlass. Also ich meine das jetzt nur wirtschaftlich, nicht, dass Sie jetzt irgendwie das missverstehen. Ich meine es nur wirtschaftlich. Ein Verbändestaat, der es sich leistet, in Wien zwei Fußballvereine zu haben, einen roten und einen schwarzen, ja, also einen, der der ÖVP nahesteht, das ist Austria, und einen, der der SPÖ nahesteht, das ist Rapid. Was soll man von so einem Land halten? Ja? Keine Leistungsorientierung, nicht mal im Fußball. Ja? Naja, nehmen Sie nicht ganz so wörtlich, ja. Aber das ist die Situation, in der wir da im Moment sind. Also dafür sind die Briten unerlässlich. Und dann bin ich an dem Punkt, den ich ansprechen muss, in gewisser Weise, wohin sich die Europäische Union bewegt. Lass mal diese Abbildung hier stehen, weil ich auf den Euroraum gleich noch zu sprechen komme. Aber wir sehen natürlich schon auch in der in den Vorschlägen für eine gemeinsame Industriepolitik in Europa die ersten Auswirkungen dieses drohenden Brexit. Die deutsche Bundesregierung bewegt sich in einem Maße auf das französische Geschäftsmodell zu, wie ich mir das nie habe vorstellen können. Schauen Sie sich die nationale Industriestrategie von Herrn Altmaier genauer an. Wenn Sie sie von den freundlichen Worten zu Ludwig Erhard, mit dem dieses Ding überhaupt nichts mehr zu tun hat, wenn Sie die einfach mal streichen aus dem Entwurf, und auch das rausnehmen, was vielleicht richtig ist, also beispielsweise die Begrenzung der Sozialversicherungsbeiträge, dann kommen Sie zu folgender Abfolge. Erstens, Zielsetzung der Bundesregierung soll es zukünftig sein, den Industrieanteil an der Bruttowertschöpfung auf über 25% zu steigern. Das würde man sagen, von 23% auf 25% ist ja eh nicht viel, kein Problem. Das Problem ist die Zielsetzung an sich. Seit wann schauen wir uns denn an, wie die Industrie als Anteil performt? Das als Plangröße auszurufen, ist schon das Problem. Das kommt raus aus dem marktwirtschaftlichen Prozess. Und entweder ist es mehr Industrie oder mehr Dienstleistungsanteil. Ich fand es genauso falsch in den 80ern, als uns die Briten vorgebetet haben, wir müssten mehr in Dienstleistung gehen. Dienstleistungsgesellschaft, Finanzdienstleistung, immer noch mehr. Das hat sich für Deutschland nicht gelohnt damals. Und es lohnt sich auch nicht, diese Ziele jetzt im Hinblick auf die Industrie auszurufen. Das ist der erste Punkt. Der zweite, Identifikation von Schlüsseltechnologien und Schlüsselbranchen durch den Staat. Ja, Sie lachen schon, Sie haben genug Erfahrung damit. Gucken Sie mal, über was die Welt im Moment lacht, wenn Sie nach Deutschland schaut. Sie haben ein paar Punkte genannt. Deutsche Bahn. Was ist das? Das ist ein Staatskonzern, oder? Genauer betrachtet ist das so ein Staatskonzern. Die Aktien sind im Eigentum des Bundes. Ja? Das ist nicht privatisiert im eigentlichen Sinne. Also was da schiefläuft, ist eigentlich, dass der Staat falsch steuert. Berliner Flughafen haben Sie auch genannt. Das sind Infrastrukturmaßnahmen des Staates. Da hat sich der Berliner Senat angemaßt, die Bauleitung übernehmen zu können. Ja, also das ist nicht einfach nur Anmaßung von Wissen, das grenzt schon an Größenwahn. Funktioniert gar nicht. Also ich habe vor kurzem einen Reiseführer gefunden aus den USA, da stand 2011 drin, der Flughafen Tegel, der wird jetzt nur noch bis 2012 in Betrieb sein. Danach sollten Sie sich den neuen BER anschauen. Jetzt sind wir ein paar Jährchen weiter, wir können alle froh sein, dass wir immer noch über Tegel fliegen können. Sie können andere Bereiche anschauen. Was wir beispielsweise machen im Bereich der Energiewende, ist eine extrem starke Subventionierung, teilweise mit Aufpäppelung von neuen Industrien, die dann gar nicht wettbewerbsfähig sind. Nicht umsonst sind die Solarpaneele wieder nach China gewandert und nicht mehr hierzulande tätig. Das funktioniert also gar nicht. Ja? Schlüsseltechnologien identifizieren, da bin ich sehr skeptisch. Der Bundeswirtschaftsminister setzt ganz stark auf die Batteriezellenfabriken, die er da bauen will. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Technologie der Zukunft ist. Und das Interessante ist doch, eigentlich weiß er das auch nicht. Und niemand weiß es genau. Und das Schöne ist, der Markt findet am Ende raus, was die Technologie der Zukunft ist. Und nicht, wenn der Staat sich überlegt, was man da machen sollte. Das dritte Element dieser Industriestrategie ist, die Schaffung von nationalen und europäischen Champions. Jetzt ist Gerhard Schröder nicht mehr da, da hätte ich ihm gerne widersprochen. Ich lobe ihn sonst immer wegen seiner Reformen, aber ich glaube, da muss man widersprechen. Die Vorstellung, hier in Europa oder in Deutschland große Unternehmen zu schaffen und es zuzulassen über Fusionen, dass sie so groß werden, dass sie hier eine marktbeherrschende Stellung haben, um dann im Ausland wettbewerbsfähig zu sein, das kommt einer Subventionierung von den europäischen oder deutschen Konsumenten über die dann resultierenden höheren Preise aus dieser marktbeherrschenden Stellung.
an die Konsumenten im Ausland gleich. Ich sehe nicht, warum wir das tun sollten. Also für mich als Konsument in Europa ist das ungünstig, würde ich sagen. Und deswegen finde ich überhaupt nicht, dass wir die Fusionskontrolle in Europa ändern sollten. Was wir machen können, und das kann die EU heute schon, sie kann, wenn ein chinesisches Unternehmen oder amerikanisches Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung auf den europäischen Markt kommt, sehr wohl mit ihrer Wettbewerbspolitik etwas dagegen tun. Sie hat es im Falle Microsoft erfolgreich gemacht, sie macht es jetzt im Falle Google erfolgreich, Facebook ist der nächste Schritt, da wird sie es auch erfolgreich machen können. Das, was wir benötigen an der Veränderung in der Wettbewerbspolitik, ist nicht die Möglichkeit für nationale und europäische Champions. Was wir brauchen, ist, uns mit den Regeln auf die digitale Welt so einzustellen, dass wir es besser verhindern können, dass marktbeherrschende Stellungen von vornherein entstehen. Und daran arbeiten im Moment eine ganze Reihe von wettbewerbsrechtlichen Kommissionen, sowohl in der EU als auch in Deutschland. Das ist das, was wir da brauchen. Also auch das, dieser dritte Schritt der industriepolitischen Strategie, taugt nichts. Der vierte Schritt der industriepolitischen Strategie, das ist die Bestandsgarantie für deutsche Traditionsunternehmen. Die stehen da namentlich drin. Siemens, VW, Daimler, BMW, ThyssenKrupp und die Deutsche Bank. Ein glänzendes Industrieunternehmen. Das sind jetzt nicht die zukunftsträchtigen Konzerne. Oder nicht unbedingt, ja, die Altsassen von früher. Auf die Frage hin, ob denn SAP, warum SAP nicht da drauf stünde, hat der Bundeswirtschaftsminister wörtlich gesagt, das ist kein deutsches Unternehmen. Ich sage, woran erkennen Sie das denn, was ein deutsches Unternehmen ist, angesichts der Beteiligungsverhältnisse, die wir heutzutage haben? Das merkt man, wenn man in den Raum reinkommt. Also Sie werden verstehen, dass ich das am Ende nicht mehr ernst nehmen kann. Ja. Der letzte Schritt dieser industriepolitischen Strategie ist dann, wenn der chinesische Direktinvestor, der hierzulande ein Unternehmen kaufen will, nicht mehr abgewehrt werden kann mit all diesen jetzt aufgezählten Maßnahmen, dann verstaatlichen wir selber, indem wir eine Beteiligungsfazilität bei der KfW schaffen, die es erleichtert, staatliche Beteiligungen an deutschen Industrieunternehmen sicherzustellen. Also mit anderen Worten, wir beantworten die Politik Chinas mit der gleichen Strategie wie China. Das kann nicht gut gehen. Ja? Mal davon abgesehen, dass gerade die wirtschaftsfreundlichen Vertreter in China deutlich sagen, ihre Industriepolitik ist nicht so erfolgreich, wie wir meinen. Die staatlichen, die SOEs, die State-Owned Enterprises, haben eine ganz schlechte Performance insgesamt, im Durchschnitt, wesentlich schlechter als die privaten Unternehmen. Die großen Strategien, großen industriepolitischen Offensiven der Vergangenheit im Stahlbereich waren übermäßig erfolgreich, nämlich so sehr, dass Überkapazitäten entstanden sind, die etwa so viel ausmachen wie der Rest der Stahlproduktion weltweit. Das heißt, wir haben früher mit unserer Agrarpolitik in der EU Milchseen und Butterberge geschaffen. Die Chinesen schaffen einen Berg von Stahl. Ja? Erfolg sieht anders aus, ehrlich gesagt. Bei Autos ganz genauso. Fehlgeschlagen. Sie können nicht mit unseren Autos mithalten bisher. Überhaupt nicht. Und deswegen lachen die, wenn sie sehen, was wir jetzt machen. Ja? Das funktioniert eben nicht. Was man braucht, sind andere Rahmenbedingungen für Innovatoren, für Startups, für das Wachstum von neu gegründeten Unternehmen und die Möglichkeit von selber am Markt größer zu werden. Das ist das, was wir brauchen. Und das schafft die Bundesregierung schon seit langer Zeit nicht. Und ich habe keine Zuversicht, dass diese Bundesregierung das weiterhin schaffen könnte. So, Sie sehen also, wir sind da wirklich in einer ganzen Reihe von Problemen gefangen. Es sieht so aus, als ob wir in Europa den falschen Weg einschlagen. Wir haben diese Schwierigkeiten im Euroraum genauso. Die EZB hat nun zwar ihre Anleihekäufe beendet, aber sie hat schon wieder in ihrer Strategie klar kommuniziert, dass sie eher zu einer lockeren Geldpolitik zurückkehren wird. Die Verschuldung in den EU-Mitgliedstaaten ist weiterhin hoch, insbesondere im Euroraum und insbesondere in Italien. Ich bin schon sehr froh zu hören, dass Portugal zum ersten Mal seit langem einen fast ausgeglichenen Haushalt realisiert hat im vergangenen Jahr. Das hat Portugal seit über 20 Jahren nicht geschafft, also seit fast 26 Jahren, fast 30 Jahren nicht geschafft.
Mit anderen Worten, diese Reformpolitiken funktionieren, wenn man bereit ist zu reformen. Italien ist das bisher nicht. Und Sie sehen, was ich eben hier sagte, über 130% Schuldenquote und die Schwierigkeiten, die damit verknüpft sind. Bedeutet das viel für Sie als Anleger? Naja, wenn Sie risikoreich sind, können Sie in Italien wenigstens noch positive Renditen erzielen. Immer risikobereit. Das sind die Spreads. Wir sind null. Der Rest sind diese 5 Länder. Was Sie sehen ist, dass bei Antritt dieser italienischen Regierung, als sie androhte, eventuell aus dem Euro auszutreten, auch die Staatsanleihen Spaniens und Portugals mit nach oben gezogen worden sind. Nachdem sie klargemacht haben, dass sie aus dem Euro nicht austreten wollen, sind alle Bewegungen eigentlich nur noch Events aus Italien gewesen. Also mit anderen Worten, es gibt die Ansteckung zwischen den Mitgliedstaaten eigentlich nur, wenn ein Land austreten will, ansonsten nicht. Also wenn sie alle schön im Euro bleiben, haben wir das Problem eigentlich nicht und die Finanzmärkte disziplinieren. Okay, damit komme ich zum Schluss, zu den letzten Bemerkungen. Also, es ist hier freundlich formuliert, wir schlagen eine langsamere Gangart an. Das magische Viereck ist sozusagen weiter erfüllt. Wir haben einen hohen Beschäftigungsstand, wir haben Preisstabilität, wir reden auch nicht von außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten, wir haben immer noch ein positives Wachstum, es ist noch keine Rezession, aber die Rezessionsrisiken sind deutlich gestiegen und Sie merken in meinem Vortrag die Sorgen, die da mitschwingen. Beispielsweise im Hinblick auf die außenwirtschaftlichen Unwägbarkeiten, auf die industriepolitischen Verirrungen und auch auf den weiteren Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik, der jetzt zum Halten gekommen ist. Wir haben große wirtschaftspolitische Herausforderungen in Europa, aber auch in Deutschland und ich habe nicht den Eindruck, dass die Bundesregierung sie angeht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.